Wir hatten ja im letzten Batch hatten wir den Marvin dabei von Google. Also der arbeitet bei Google, der ist da in der Strategieabteilung. Und mit dem haben wir dann wirklich live mal getestet. Wir bieten ja oder wir haben in der Ausbildung ja Tools wie Ubersuggest zum Beispiel, also Uber und Suggest, das wir halt nutzen zur Keyword-Analyse. Und der hat gesagt, bei den meisten Tools da draußen ist wirklich ist ein riesiges Gap, also eine riesige Korrelation von den Zahlen. Also die interne Google-Suche, also was die Mitarbeiter haben an Daten, ist komplett anders wie die meisten Tools, die sagen, dass das und das Search-Volumen am Ende da ist. Aber bei Ubersuggest war er selbst verwundert, das war relativ nah dran. Deswegen, was ich dir empfehlen kann, ist, teste wirklich die einzelnen Keywords mal. Nutze auch einfach mal die Auto-Suggest-Funktion, also die Vorschlagefunktion von Google im Private-Browser oder in einem Browser, mit dem du normalerweise nicht arbeitest. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Mac unterwegs bist, aber mit Chrome immer surfst, dann nutze Safari, das noch komplett sauber ist, weißt du, wo du noch keine Suchanfragen gemacht hast. Und dann schau mal, was Auto-Suggest dir vorschlägt und an welcher Reihe das steht. Also nach was suchen die User wirklich? Und dann gehst du auch mal in die einzelnen Keywords rein. Und das ist wirklich eine gute Strategie, um guten SEO-Traffic zu bekommen. Du gehst rein und schaust mal in die Keywords rein, die jetzt nicht so brutal viel Nachfrage haben. Das validierst du nämlich dann eben mit Ubersuggest am Ende, wie viel Search-Traffic da wirklich drauf ist. Und dann schaust du mal, was es da für Content gibt, was für Seiten gibt es denn da. Weil wenn dir da zum Beispiel bei einem dir passenden Keyword so ein Forum über den Weg läuft, dann ist das für dich ein perfektes Zeichen, dass du da einen guten Blogbeitrag drüber machen solltest, zum Beispiel Content produzieren solltest, um dir diesen Traffic auf deinen Shop zu ziehen. Die Hauptüberschriften sind halt wichtig, also dass die H1 zum Beispiel, H2, dass du eine gute Aufteilung hast, dass du eine gute Seitenstruktur hast, also dass die Seitenstruktur einfach zu lesen, zu crawlen, also Google crawlt ja mit ihrer Software das Netz, dass es einfach zu crawlen ist, einfach zu lesen für den Algorithmus sozusagen. Und da scheiden sich natürlich auch wieder die Geister, was man alles machen kann. Solltest Dinge auch highlighten, also auch im zweiten Leseweg einführen. Was du aber definitiv nutzen kannst, jetzt, wenn du mal deine Produktseiten analysieren möchtest, es gibt dafür auch wirklich Tools, wo du deine Seiten in die Analyse schicken kannst.